Allein das Suchwort Smart City bringt über 100 Millionen Treffer. Visionen, wie die Stadt von morgen aussehen könnte und alle glücklich und zufrieden macht, das Netz ist voll davon. Zum Beispiel Hightech-Varianten des Urban Farming. Gärten in, an und auf Hochhäusern. Der Vorteil? Effektivere Nutzung der Flächen, kürzere Transportwege, keine Verluste. Vielleicht sogar besserer Pflanzenschutz und mehr Grün in der Stadt. Urban Farming steht gerade mal am Anfang. Für die Städte von morgen zeigen viele Ingenieure im Netz auch, wie wir sparsamer mit Energie umgehen können. Etwa intelligente Straßenlaternen, die nur dann leuchten, wenn sie gebraucht werden. Demnächst schon fast ein alter Hut. Intelligente Stromzähler, die uns Vorschläge machen, wie und wo wir Geld sparen können. Und das ist nicht alles. Das Web ist voll von Ideen für ein Leben mit weniger Energieverbrauch. Stadtplaner zeigen im Internet, wie eine Stadt aussehen könnte, in der der Straßenverkehr besser geregelt wird als heute. Ingenieure arbeiten zum Beispiel an Mikrokraftwerken, die in einen Schuh passen und piezoelektrische Energie aus jedem Schritt gewinnen. Oder an hydronischen Systemen in der Fahrbahn, die Energie erzeugen, wenn die Wagen darüber fahren. Viel Wasser ließe sich durch effektivere Techniken und geschlossenere Kreisläufe sparen. Smartphones werden eine zentrale Rolle in den schlauen Städten der Zukunft spielen. Je mehr wir sie in Alltagsdingen einsetzen, desto mehr könnte die Stadt durch Ortungs- und Nutzungsdaten über ihre Bewohner erfahren und in Echtzeit darauf reagieren. Der gläserne Bürger ist die Kehrseite dieser Vision. Im Web ist eine regelrechte Smart City Community entstanden. Große Konzerne, kleine Start-ups, Tüftler, Stadtplaner und Initiativen, die eines gemeinsam haben. Sie wollen Ideen für Städte im Wandel entwickeln. Manches davon scheint heute oder bald schon umsetzbar. Wie sinnvoll die eine oder andere Vision ist, das wird sich erst zeigen, wenn die Zukunft zur Gegenwart wird.